Sie sind Weltmarktführer beim Bau von Druckmaschinen und trotzdem in der Krise. Aber sie wollen und müssen da rauskommen. Wo sich irgendwo eine Tür schließt, da öffnet sich dann wieder eine Tür. Wir werden digital, das ist ganz klar. Aber ich persönlich, ich freue mich drauf und habe da absolut keine Angst. Ich heiße Markus Zielbauer, ich bin 46 Jahre alt. Die Heidelberger Druckmaschine AG war eigentlich ein Bestandteil meiner Familie, auch ein Stück weit von meinem Leben. Mein Vater war 40 Jahre lang bei der Heidelberger Druckmaschine. Mein Onkel selber war früher viele Jahre lang als Betriebsratsvorsitzender hier tätig. Meine Cousins, meine Schwester selbst bei Heidelberg in der Entwicklung tätig. Eigentlich war es klar, als ich 1972 irgendwann geboren wurde, der Junge, der kommt in die Schnellpresse. Ja, und da bin ich. Markus Zielbauer ist Produktionsmeister bei der Heidelberger Druckmaschinen AG. Ganz früher die Schnellpresse. Heute nur kurz Heidelberg genannt. Markus Zielbauer ist in Halle 6 in der Konzernzentrale in Wiesloch für die Montage der Offset-Druckmaschinen verantwortlich. Jede besteht aus etwa 100.000 Einzelteilen, zusammengesetzt von Hand. Mit einer Genauigkeit von einem Tausendstel Millimeter. Wie hier bei der Druckzylindermontage. Den machen wir erst da. Okay. Und dann machen wir den. Okay. Und den zum Schluss dann. Okay. Und das war's. Du kommst zurecht dabei? Ja, reden wir. Okay, gut, danke. Okay. Markus Zielbauer ist ständig auf Kontrollgang unterwegs, um die komplexen Produktionsabläufe zu begleiten. Nebenan in der Vormontage werden hunderte von verschiedenen Teilen zusammengebaut. Von Menschen, nicht von Robotern. Dafür ist digitale Hilfestellung unerlässlich. Wie was korrekt montiert wird, zeigt der Computer. Auch das ist Industrie 4.0, ohne dass der Mensch von einer Maschine ersetzt wird. Ich denke, die Digitalisierung 4.0 ist eine Chance. Ja. Die Druckmaschine, die wurde von Menschenhand gebaut und die wird auch im Zeitalter von 4.0 weiter von Menschenhand gebaut werden. Ja. Und es gibt kein System der Welt, wo irgendwo die emotionale Sicherheit gibt. Ja. Es kann aber, denke ich, für uns ein Vorteil sein, wenn man einfach die moderne Technik nutzt, dass die uns einfach hilft. In Echtzeit dauert es 2 Stunden, bis ein einziges tonnenschweres Druckwerk aus Zylinder, Walzen und Seitenwänden zusammengesetzt ist. Eine komplette Offset-Druckmaschine besteht aus 4 bis maximal 18 solcher Druckwerke. Für jede Farbe wird ein Druckwerk benötigt. Das Endprodukt, die Speedmaster von Heidelberg. Diese Maschine hat den Farboffsetdruck revolutioniert, ist immer wieder optimiert worden und nach wie vor das wichtigste Produkt der Heidelberger Druckmaschinen AG. Wir sind nun kurz davor, einem italienischen Kunden eine Druckmaschine im Wert von 3 Millionen Euro zu verkaufen. In Spitzenzeiten hat Heidelberg jährlich 15.000 Druckwerke verkauft. Inzwischen sind es nur noch 5.000. Die Finanzkrise von 2008 und der Strukturwandel in Werbe- und Druckindustrie haben dem Weltmarktführer schwer zugesetzt. Über 4.000 Mitarbeiter haben damals in Wiesloch, Walldorf und Heidelberg ihren Arbeitsplatz verloren. Jetzt geht es für Vorstandschef Rainer Hunsdorfer um einen Neuanfang. Heidelberg ist die Perle oder der Leuchtturm des Maschinenbaus. Von daher ist es für mich ja schon eine gewisse Ehre, eben hier mithelfen zu dürfen, Heidelberg wieder zu einem neuen Leuchtturm zu machen. Rainer Hunsdorfer hat für Trumpf und Schaeffler gearbeitet. Beste Adressen im Maschinenbau. Mit 60 hätte er eigentlich an den Ruhestand denken können. Aber ich konnte es nicht lassen. Der Dr. Jaschinski, unser Aufsichtsratsvorsitzender, ist mir zufällig über den Weg gelaufen und sagt, horch, ich brauche einen neuen Chef bei Heidelberg, der jetzt aus der Stabilisierungsphase in eine Wachstumsphase Heidelberg bringt. Ich habe mir das lange überlegt und ich meine, es
so mein Umfeld sagt, hey, bist du verrückt? Papier und Druck ist tot. Das stimmt aber gar nicht. Denn Rainer Hunsdörfer glaubt an völlig neue Geschäftsmodelle in der Druckindustrie. Mit Produkten, die bislang nicht zum Kerngeschäft bei Heidelberg zählten. Heute ist die Maschine unser wesentliches Geschäft. Morgen kommt das hier hinzu, nämlich das, was aus der Maschine rauskommt und alles, was ich dazu brauche. Alle Verbrauchsmaterialien, Farben, Platten, Tücher, Druckchemikalien. All das und noch viel mehr will die Heidelberger Druckmaschinen AG künftig noch stärker selbst produzieren und liefern. Die Druckerei bekommt vollen Service aus einer Hand. Das soll bei Heidelberg für fest kalkulierbare Umsätze sorgen. Dafür wird im Stammwerk in Wiesloch-Walldorf kräftig investiert und aufgerüstet. Für 50 Millionen Euro wird in Halle 10 das neue Forschungszentrum eingerichtet. Was hier entsteht, ist die Heidelberg Wissensfabrik. Wir bringen 1000 Mitarbeiter auf 30.000 Quadratmeter zusammen in einer Bürowelt, die modernes, agiles Entwickeln erlaubt, wo ich die Teams so zusammenstellen kann, wie es das Projekt bedarf. Und das unmittelbarer Nähe von den ganzen Prüfräumen und Laboren und genauso wichtig in unmittelbarer Nähe der Produktion. Gut, aber das ist schon eine Herausforderung für Maschinenbauer, wenn man plötzlich Chemiker werden muss. Und so arbeiten schon jetzt ein Maschinenbauer und eine Chemikerin zusammen. Bei der Labelfire, der neuen digitalen Etikettendruckmaschine. Hans Butterfass ist Chefentwickler für digitale Druckmaschinen und Dr. Susanne Ruppel testet die passenden Tintenmischungen. Ich bin ja schon sehr gespannt, was da kommt. Ja. Die neue Labelfire arbeitet mit 7 Druckfarben. Die müssen auf unterschiedlichen Etikettenfolien und Druckoberflächen stabil haften. Weshalb im Labor passende Tinten gemischt, erprobt und dann am Rechner analysiert werden. Wenn wir den Bereich der Etiketten anschauen, haben wir natürlich einen großen Bereich, wo die Etiketten Anwendung finden. Wir haben zum einen Shampooflaschen, wo sie draufkleben, wir haben Weinetiketten. Und je nach Anwendung haben wir natürlich auch spezielle Anforderungen. Doch die größte technische Herausforderung steht dem Team von Hans Butterfass noch bevor. Das spiegelt eigentlich diese 3 Versuche wieder. Und das Material, was wir da nutzen, das ist ja auch Karton. Genau, das ist Karton. Denn momentan gilt alle Konzentration der Primefire 106, der modernsten digitalen Druckmaschine der Welt. Die steht jetzt vor der Markteinführung. Wenn man sieht, der Farbverlauf, Raster sieht sehr gut aus. Das ist ja eine schön gleichmäßige Fläche. Mit der Primefire haben wir ungefähr vor 3 Jahren begonnen. Da steckt von uns viel Herzblut drin. Wenn Sie sich einen Moment vorstellen, wo man mit einem Kunden zusammentrifft, der sieht, mit welcher Druckqualität wir auf den Bogen kommen, das ist schon eine Genugtuung. Das tut gut nach der vielen, vielen anstrengenden, vielen Mühen, wo auch Feierabend im Feierabend reingeht. Ja, das tut gut. Die Druckköpfe kommen von Fuji, alles andere von Heidelberg. Eine deutsch-japanische Kooperation, die den Druck von Verpackungen revolutionieren soll. Siebenfarbiger Druck aus winzigen Tintendüsen. Eine Farbfläche zusammengesetzt aus Punkten. Ob die richtig sitzen, wird mit Hilfe von 200-facher Vergrößerung geprüft. Okay, das ist jetzt das Ergebnis, was wir gerade bekommen haben. Schön soweit. Fällt dir noch was auf? Das passt auch sehr gut. Das heißt, die einzelnen Farbauszüge stehen zueinander genau dort, wo sie stehen müssen. Genau. Das ist ein Technologiesprung für Heidelberg. Und so vor 6 Jahren haben wir gut angefangen. Das war viel, viel Mühe. Veränderung braucht immer auch Energie, das ist ganz klar. Wir sind traditionelle Maschinenbauer, aber ich glaube, mittlerweile haben wir viel verändert. Wir haben große Bewegungen. Bewegung hin zu besseren Zeiten, hofft Rainer Wagner. Seit 1975 bei der Heidelberger Druckmaschinen AG. Die letzten 13 Jahre als Vorsitzender des Betriebsrates. Es wird immer Druckmaschinen geben, noch Jahre. Aber der Trend hin zur Digitalisierung ist da, der wird weitergehen. Und da sind wir vorne dabei. Und da haben wir große Hoffnung, dass das nach und nach auch in Arbeitsplätze sich widerspiegelt. Wir öffnen uns auf auch andere Branchen sozusagen. Und das ist der richtige Weg, um Sicherheit in Arbeitsplätze zu kriegen.
Aber die Arbeitsplätze werden sich ändern, die Tätigkeiten werden sich ändern. Aber wir sind bereit für den Weg. Nach der weltweiten Finanzkrise sind bei Heidelberg die Umsätze von über 5 Milliarden Euro im Jahr um die Hälfte auf rund 2,5 Milliarden Euro eingebrochen. Auch die Zahl der Mitarbeiter ist weltweit von ehedem 20.000 fast halbiert worden. Es war ein bitteres Jahrzehnt. Wer nicht hört, muss fühlen, dann fühle sie, Kolleginnen und Kollegen. Doch es gab auch Überbrückungsgelder und 15 Auffanggesellschaften für die entlassenen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben so gut wie 80% in einer Firma unterbringen können. Zwar nicht ganz zu den guten Bedingungen, aber immerhin, dass wir eine Arbeit gefunden haben. Und dort hat uns geholfen, dass wir einen hohen Facharbeiter Anteil haben hier. Aber wenn ich draußen unterwegs bin, treffe ich immer Leute, die hier gearbeitet haben. Und das tut mir jedes Mal im Herzen weh, die Leute verloren zu haben. Und das macht mir schon zu schaffen. Der personelle Aderlass hat dazu geführt, dass jeder zweite Mitarbeiter bei Heidelberg inzwischen über 50 ist. Doch seit 2 Jahren werden wieder alle Auszubildenden nach dem Abschluss ihrer Lehre übernommen. Heidelberg steht vor einer Wende und einem Neuanfang. Das spüren sie alle in der Montage. Was wird die Digitalisierung, was wird also Industrie 4.0 aus ihren Arbeitsplätzen machen? Wir sind ja in der Druckbranche gewohnt, Druck zu bekommen, dass wir immer mehr Arbeitsinhalte haben, die Kolleginnen und Kollegen immer mehr zulernen müssen. Und das erzeugt natürlich auch Druck, mehr zu können. Und die Zeitdruck wird auch nicht weniger, sondern erhöht sich die letzten Jahre permanent. Viele Sorgen, die Vorstandschef Rainer Hunsdörfer kennt. Ich hatte auch die Frage von Mitarbeitern aus der Fabrik, was bedeutet die Digitalisierung für uns? Machen wir keine Maschinen mehr? Und dann kann ich natürlich sagen, nein, ganz im Gegenteil. Eine hervorragende Heidelberg-Maschine, die das Maximale produziert, was technisch machbar und möglich ist, ist die Basis für ein erfolgreiches digitales Geschäft. Auch unsere neuen Druckmaschinen, unsere Digitaldruckmaschinen spielen ja genau auch in dieses Feld. Und da ist auch ein Stück Zukunft. Es tut sich etwas in Wiesloch. Heute sitzt der Konzernzentrale der Heidelberger Druckmaschinen AG. Noch immer der größte Druckmaschinenhersteller der Welt. So wie schon zu den Glanzzeiten am Stammsitz in Heidelberg. Wer bei Heidelberg an Industrie denkt, denkt an Druckmaschinen. Sie kommen aus den unromantisch modernen Kästen dort unten links. Aus einer ehemaligen Glockengießerei entstand 1896 in Heidelberg die Schnellpressenfabrik. Der Durchbruch zum Erfolg wurde der Heidelberger Tiegel. Die erste Druckmaschine, die Papierbogen automatisch transportierte. Jahrzehntelang der Maßstab in der Druckbranche und weltweit ein Exportschlager. Mit Rollenoffset und Farbdruck setzte Heidelberg seit den 60er Jahren einen neuen bis heute gültigen Standard an Schnelligkeit und Qualität. Bis zu 18.000 Druckbogen pro Stunde mit Laufzeiten rund um die Uhr. Jetzt kommt aus der Firmenzentrale in Wiesloch das neueste Glanzstück, die Primefire 106, die modernste digitale Druckmaschine der Welt. Das Symbol für den Neuanfang. Bevor sie in Serie geht, wird die allererste Primefire in Obersulm getestet, bei MPS, einem Großunternehmen für Verpackungsdruck. Gemeinsam sammelt man Erfahrung für den Einsatz der digitalen Druckmaschine im tagtäglichen Geschäft. Verantwortlich für die Installation der Primefire ist Sabina Janta. Letztes Jahr im Sommer haben wir die Maschine hier in Obersulm installiert, um sie hier auch in einem realen Produktionsumfeld zu testen. Die digitale Druckmaschine wird den herkömmlichen Offset-Druck nicht ersetzen, wohl aber ergänzen. Die Primefire kann ohne große Vorbereitungen sofort drucken. Das geht viel schneller und funktioniert in kleinen Mengen. Selbst der Druck von nur einem einzigen Bogen rechnet sich. Deshalb kann die Primefire erstmals auch personalisierte Verpackungen drucken. Das beschert ganz neue Möglichkeiten, beschreibt MPS-Geschäftsführer Steffen Schnitzer.
Hier bei uns in Obersulm produzieren wir ausschließlich Verpackungen für den Kosmetikmarkt, das heißt Haarkolorationsprodukte, dann Verpackungen für Düfte und für die Pflege. Das heißt, wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, für unsere Kunden Promotions zu produzieren, wo tatsächlich der Konsument seinen eigenen Namen auf der Verpackung bekommen kann. Einfach den gewünschten Namen des Kunden in den Rechner eintippen. Dann noch ein paar Klicks, um die neue Druckvorlage einzurichten und los geht's. Die Primefire liefert die ganz persönliche, individualisierte Haarpflegemittelverpackung für Steffen Schnitzer. Die Primefire könnte auch ein Bild von Steffen Schnitzer auf die Verpackung platzieren. Ob Parfum oder Edelschokolade. Jedes Produkt lässt sich für jeden einzelnen Kunden personalisieren. Was wir hier machen, was die Maschine leisten kann, das macht tatsächlich auch stolz. Beim Stanzen, Ausbrechen und Falzen von Verpackungen sind Maschinen von Heidelberg übrigens auch dabei. Egal, ob am Ende der Produktionskette schon eine digital personalisierte Verpackung steht oder nicht. Und um dreidimensionale Oberflächen zu bedrucken, gibt es bei Heidelberg auch schon eine weitere digitale Druckmaschine. Die heißt Omnifire. Scannen, reinigen, bedrucken, polieren und trocknen in Sekundenschnelle. Ja, weißt du, Benjamin, ich muss ja eigentlich noch 28 Jahre arbeiten. Ne? Ja. Und ich glaube, ist der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, ich tue da jetzt was. Und jetzt wie fit in Halle 6, das firmeneigene Gesundheitszentrum am Standort Wiesloch-Walldorf. Die aktive Mittagspause von Produktionsmeister Markus Zielbauer. Dann mal langsam hochkommen. Markus Zielbauer ist Optimist. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat wieder Zukunft. Alles, was man sieht, ist hier irgendwo eingepackt, ja, in der Verpackung, ob das die Zahnpasta ist oder ob das jetzt da die Kopfwehtablette sind oder ob das Kasten Cola ist mit seinen Etikette. Und alles im Kasten, Männer. Alles im Kasten. Alles im Kasten, cool. Vielleicht wird einem das gar nicht so ganz bewusst, aber das sollte man mal machen. Einfach mal die Augen aufmachen und gucken, es wird weiter gedruckt werden. Jetzt bin ich hier als Produktionsmeister, seit 17 Jahren als Produktionsmeister im Einsatz. Ich bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder im Alter zwischen 2 und 5 Jahren, den Florian und den Tobias. Ich bin, wenn Sie handwerkliches Geschick haben, dann wäre ich stolz, auch wenn meine zwei Jungs irgendwann mal Heidelberger Mitarbeiter werden. Also ich werde alles dafür tun, ganz klar. Das sah schon mal schlechter aus, weiß Gott, ja. Aber momentan, muss ich sagen, sind wir eigentlich in einer recht stabilen Waagrechtbewegung, so will ich einfach mal sagen. Ich denke, der Anzug, der passt ganz gut. Natürlich müssen wir schauen, dass wir da wettbewerbsfähig bleiben. Das ist auch das Ziel von Hans Butterfass. Der Chefentwickler für Digitaldruck bereitet mit Produktionsmeister Hans Knebel die Serienfertigung der Primefire vor. Die ersten Bestellungen für die rund 3 Millionen Euro teure Neukonstruktion sind eingegangen. Künftig soll jeden Monat im Werk Wiesloch-Walldorf eine der neuen Digitaldruckmaschinen ausgeliefert werden. Wir sind, glaube ich, sehr gut unterwegs. Wir haben eine sehr gute Vorbereitung, wir haben eine sehr gute Mannschaft in der Montage. Ich bin ausgesprochen zufrieden. Da haben wir schon deutlich mehr Schwierigkeiten gehabt in der Vergangenheit. Wir sind so seit ungefähr 3 Jahren mit dem Projekt zugange und haben von der Entwicklung Größenordnung 200 Mitarbeiter beschäftigt damit. Das ist ein enormer Aufwand, das ist eine große Herausforderung, auch diese Menschen alle zusammenzubekommen. Und es sind viele, viele verschiedene Disziplinen, die da zusammenkommen müssen. Das ist nicht der alte klassische Maschinenbau, vielmehr Informationstechnik, Softwarekollegen natürlich, Hardwarekollegen, Elektronik, aber auch in der Chemie. Und jetzt sind wir in der Montage im Serienanlauf und unsere Kollegen aus der Montage machen eine hervorragende Arbeit. Ob die Drückehalte, wo vorgegeben sind, und das wird im Prinzip hier alles nochmal durchgeprüft. Alles ohne Köpfe.
100.000 Einzelteile sind in der Primefire verbaut. Ein Wunderwerk des Maschinenbaus. Das gesammelte Wissen des Weltmarktführers Heidelberg. Kinderversorgung, ne? Klar, ja. Und dieses immense Know-how aus dem Bereich der Elektrotechnik kann auch für ganz andere Geschäftsfelder genutzt werden, ist Vorstandschef Rainer Hunsdörfer überzeugt. Um eine Druckmaschine überall in der Welt zu betreiben mit den schlechtesten Netzwerken, die es dort gibt, mit riesen Spannungsschwankungen, mit Frequenzfluktuationen, gibt es bei uns natürlich in der Leistungselektronik eine hervorragende Kompetenz, die auch gut und bestens geeignet ist zum Laden von Batterien. Und schon sind wir bei der E-Mobilität. Heidelberg hat seit Jahren Ladestationen für verschiedene Automobilhersteller entwickelt und produziert. Wir haben jetzt begonnen, ein eigenes Produkt zu vermarkten und die Serienproduktion beginnt in den nächsten Tagen. Das ist eine Zukunft für Heidelberg. Hier werden die Platinen für die Ladeboxen produziert. Elektrotechnik aus dem Erfahrungsschatz im Druckmaschinenbau. Der Rechner zeigt den Menschen an, ob alle Teile exakt zusammengefügt sind. Theoretisch könnten sie bei Heidelberg auch Elektroautos bauen. Aber dafür sind sie nun mal seit über 100 Jahren erfolgreich in der Druckbranche unterwegs und waren dort immer technologisch an der Spitze. Was haben sie gelernt aus den Krisenjahren? Vielleicht auch, dass sie ihre Erfahrung künftig stärker denn je als Dienstleister anderen Unternehmen zur Verfügung stellen müssen, um daraus neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ein Beispiel ist dieses Team von Auszubildenden, das ein Produktionsverfahren erarbeitet, mit dem das Karlsruher Start-up-Unternehmen Apium künftig kompakte 3D-Drucker in Serie fertigen kann. In diese neue Rolle müssen wir uns natürlich auch erst reinfinden. Aber mit unserer Erfahrung können wir doch hier sehr viel in Richtung Hightech-Industrialisierung für den Kunden zur Verfügung stellen. Mit dem Ziel, einen Hightech-Campus bei Heidelberg zu schaffen und um unsere jungen Startup-Unternehmen hiermit auf den Weg zu bringen, zu unterstützen mit all unserem Wissen, was wir haben. Hallo, grüß dich. Und, wie läuft's? Alles gut. Alles klar, so weit. Schön, freut mich. Seit 2 Jahren haben sie bei Heidelberg erstmals wieder alle Auszubildenden nach Abschluss der Lehre übernommen. Für Rainer Wagner eine positive Perspektive, mit der er jetzt aus dem Amt als Betriebsratsvorsitzender ausscheidet. 1975 habe ich angefangen, hier zu lernen, als Werkzeugmacher. Ich bin der Erste bei uns in der Familie, wo bei Heidelberg angefangen hat. Ich habe es nicht bereut. Viele von den Älteren haben die Enkelkinder angefangen oder der Sohn oder die Tochter oder Verwandte. Und ich glaube, das ist bei Heidelberg auch der Zusammenhalt dann letztendlich gewesen, durch die Krise zu kommen, dass das so in der Region verwurzelt ist und jeder kennt sich und der schweißt zusammen. Und das ist mit einem Erfolgsrezept, um Marktführer zu bleiben. Ja, nun zu meinen 3 Söhnen. Alle 3 Söhne haben hier gelernt. Einer davon ist der Mike, der arbeitet hier in der Briefmittelfertigung, mein Jüngster. Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Bei Heidelberg? Ah ja, eine gute Entscheidung. Man hat auch, selbst wenn es hier nicht weitergeht, wusste ich immer, man hat hier mit dem Heidelberg-Zeugnis einen guten Start ins Berufsleben gemacht. Die Krise in der Druckindustrie hat dem guten Ruf der Maschinenbauer von Heidelberg nichts anhaben können. Weltweit gibt es in dieser Spitzenklasse der Technologie nur noch eine Handvoll Wettbewerber in Deutschland und Japan. Bei Heidelberg befinden wir uns beim Präzisionsmaschinenbau. Es ist vergleichbar wie ein Schweizer Uhrwerk, ein 30 Meter langes Schweizer Uhrwerk. Wie viele Teile hier sich bewegen, das ist die absolute Spitze im Maschinenbau. Wenn es die Auftragslage nötig macht, läuft eine moderne Offset-Druckmaschine rund um die Uhr. Und bevor technische Probleme den Betriebsablauf stören, meldet sich der Systemservice von Heidelberg per Ferndiagnose bei der Druckerei. Hallo, Krause, mein Name, Heidelberg Druckmaschinen. Bei der Auswertung Ihrer Maschinendaten haben wir eine Auffälligkeit im Bereich des Hauptmotors gefunden. Da ist ein Temperaturthema auf der Maschine. Ah, okay. Filter tauschen. Sollen wir es austauschen? Ja. Und wen schicken Sie vorbei?
Das wird der Kollege, der Herr Pantle, beim nächsten Serviceeinsatz durchführen. Ah, okay, der Herr Pantle, alles klar. Super. Gut, dankeschön. Danke. Ja, tschüss. Ganz so schnell wie hier muss es im Normalfall nicht gehen. Denn das digitale Vorwarnsystem lässt Service-Mitarbeiter wie Wolfgang Pantle ausreichenden zeitlichen Spielraum, um in der Druckerei den Filterwechsel an der Speedmaster vorzunehmen. Weltweit sind mehr als 10.000 Druckmaschinen mit der Servicezentrale von Heidelberg digital vernetzt. Das ist Industrie 4.0. Das Zukunftsthema auch für den Vorstandschef der Heidelberger Druckmaschinen AG. Und für Heidelberg ist der Vorteil, dass wir eben nicht nur die Maschine einmal verkaufen, sondern über die Lebenszeit der Maschine an allen Inputfaktoren unser Geschäft betreiben können. Also nicht nur am Service, nicht nur an den Ersatzteilen, das ist im klassischen Geschäftsmodell auch möglich, aber die gesamten Verbrauchsmaterialien, und die sind bei einer Druckmaschine erheblich, die sind letztendlich ein Vielfaches des eigentlichen Maschinenwertes. Ist das der Weg in eine sichere Zukunft für die rund 12.000 Mitarbeiter? Am ehemaligen Stammsitz in Heidelberg kündet die monumentale Pferdeskulptur vor der gläsernen Print Media Academy von den fetten Jahren mit 5 Milliarden Euro Umsatz und satten Gewinnen. Diese Zeiten hat auch Hans Butterfass in Erinnerung. Der Chefentwickler für Digitaldruck richtet umso mehr den Blick nach vorn. Denn er muss mit seinem kompletten Entwicklungsteam aus Heidelberg umziehen. Unser Umzug wird hoffentlich dieses Jahr noch abgeschlossen werden. Wir wollen unser gesamtes Forschungs- und Entwicklungszentrum nach Wiesloch umziehen. Ja, ich glaube, das werden wir auch schaffen. Und so konzentriert sich Heidelberg auf sein Stammwerk Wiesloch-Walldorf mit der Konzernzentrale. Für das neue Entwicklungs- und Innovationszentrum wird dort die ehemalige Halle 10 komplett umgebaut. Eine Investition in Höhe von 50 Millionen Euro. Büro an Büro. Hans Butterfass ist schon dabei, sich mit seiner künftigen Arbeitsstätte vertraut zu machen. Auch wenn die Suche noch etwas kompliziert ist. Das hier ist mein künftiges Büro. So ein Projekt hat es noch nie gegeben. Wir bringen hier ungefähr 1.000 Mitarbeiter unter. Und für Heidelberg auch eine sehr schöne Arbeitssituation. Wir haben die Versuchsfläche zusammen mit der Komponentenerprobung und mit allen unseren Entwicklern dabei und auch mit unseren Servicekollegen. Bisher haben wir das nicht auf einem Raum zusammengebracht. Ja, wir machen deutlich, dass uns Innovation wichtig ist. Deswegen haben wir das auch bewusst Innovationszentrum genannt. Alles im Umbruch, alles im Aufbruch. Die Heidelberger Druckmaschinen AG stellt sich neu auf. Maschinenbau im Zeitalter von Industrie 4.0. Doch was machen diese Veränderungen mit den Arbeitnehmern? Was kommt auf Markus Zielbauer und seine Kollegen da noch zu? Die Leute mitzunehmen ist natürlich wichtig und ist die größte Herausforderung. Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir mehr oder weniger 10 Jahre Krise hinter uns haben. Viele unserer Menschen, die hochqualifiziert sind, haben manchmal auch den Glauben an die Zukunft verloren. Und das Erste ist, ihnen wieder diesen Glauben zu geben, dass es eine Zukunft gibt. Und das geht natürlich eben, dass man auch ganz viel mit den Menschen redet, sie begeistert, ihnen auch klar macht, dass die Digitalisierung keine Bedrohung für sie ist, sondern eine Chance. Produktmanagerin Sabina Janta hat bereits Erfolgsmeldungen. Die Primefire 106 geht in Serie und ist gut in den Verkauf gestartet. Unsere Auftragsbücher sind gefüllt bis Mitte 2019. Und aktuell versuchen wir, dem enormen Interesse aus dem Markt, insbesondere USA, Westeuropa und Asien, gerecht zu werden, indem wir sogar darüber nachdenken, die Produktionskapazität sogar noch zu erhöhen. Anlass für eine kleine, spontane Zusammenkunft mit einer großen Überraschung für Markus Zielbauer. Ja, gedruckt mit der Primefire 106. Sie funktioniert offensichtlich, ist aber auch eine besonders schöne Vorlage. Ja klar, danke Hans, danke. Danke. Sie sind immer unter Druck, aber bei Heidelberg wissen Sie, damit umzugehen.